sein. Ich bin ja noch jung. Es wird mir immer gesagt, ich soll alles ausprobieren, habe ja nichts zu verlieren, ich dürfe das. Und ich versuche es. Ich stelle mir euch also nackt vor. Das beschämt mich. Ich sehe in eure Augen, in denen sich meine entblößte Angst zu spiegeln scheint, und weiß, dass ich heute in mir Hochmut der Fall und die dazugehörige Portion Dummheit vereint. Nun stehe ich hier. Jugendlicher Leichtsinn? Ich meine, darf meine Oma hier bei sowas auch noch auftreten? Gibt es bei Poetry Slam so eine Höchstaltersstufe? Steht im Kleindrucken auch für Spieler von 0 bis 99 Jahren geeignet? Achten Eltern für ihre Kinder oder darf ich das wirklich schon alleine? Nun stehe ich hier. Und frage mich, wie ich mein Herzrasen unterdrücken kann, wie ich mein Gesicht an mir in der Nase oder Erfahrung aufgrund eines tödlichen Lampenfiebers entziehen kann. Soll ich nicht lieber gehen? Wäre das jetzt besser oder ist es nicht schon zu spät? Nun stehe ich hier und stelle fest, dass es geht, dass ich noch stehe. Ich bin bis jetzt weder rauf noch runtergefallen und verbuche das jetzt schon als Durchbruch. Falls ich doch noch falle, nenne ich es einfach Stage-Steigen und hoffe auf euren Handy die Luftzeit in Zuspruch. Nun stehe ich hier. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Kann ich nicht unbedingt sagen, die Ausrede zieht nicht. So sagt eine Liste, da trug ich mich ein. Ich meine, was denkt ihr euch, mich hier stehen zu lassen? Vielleicht ist in meinem Fall das Wort Poetry zu viel versprach und die Leute fragen, was kommt bloß hier nach? Noch stehe ich aber hier. Ach, ich denke einfach nicht nach, denn denken verdammt Sauerstoff. Und den verschwende ich gerade großzügig für meine tolle Rede hier. Doch, was rede ich hier? Ich stehe doch völlig neben mir und muss wieder feststellen, dass meine beste Freundin mich hintergeht, indem sie meint, dass mir dieses Kleid hier wirklich steht. Nun stehe ich hier. Angereist von der Insel, der größten Deutschlands. 70.000 Einwohner, tendenziell weniger werden. Super. Ich wollte es nochmal wirken lassen, dass die Insel wirklich so wenig Leute hat. Ja, gut, Das ist ein echtes, mein allererstes Mal in der Berliner Slammy. Dankeschön.